Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild of Dungeoneering. Mein Name ist Hallet hier. Hands on hips frowning. So, nahtloser Anschluss an die letzte Episode. Ich würde sagen, wir gehen exploring. What's this? There's more, a whole world to explore. Why there's gold to be found and treasure in store. But what's the point? You're all hit and miss. It's so plain to see. You're not cut out for this. Der ist so cool. So. Ugh, I never hear another story about clearing out rats. It won't be too soon. Ich glaube, das ist die falsche Stimme. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. My employees did return with some interesting rumors from the Rat King, though. There was mention of a magic orb, an orb of nosiness. It's exactly the kind of thing I could use to keep an eye on the Ivory League. I'll need all the help I can get if I'm going to take them down a peg. Ach, jetzt reimt er hier auch schon. The rumors point to more dungeons out in the grasslands. I'll search there first. Ha! What am I saying? I'm not stepping foot in that place. That's what I have chums for. And if they don't want to do it, there's plenty more who are eager to join a guild. I've also decided that from now on we'll be known as the Guild of Dungeoneering. Either that or the Guild of the Ivory League of Explorers is stupid. Something like that. Can't decide which looks better on our letterhead. Gut, dann sind wir... Oh, holy moly. Wir haben jetzt drei Dinger. Was haben wir hier? Goblins! Goblin Menace. Take out the guards. Dann haben wir hier... Fire Lord. Okay, das sind drei Stufen. Und wir haben... A victimless crime, chest full of treasures. Ich glaube, die wollen uns in eine Falle locken. Ich glaube, wir werden hier gleich ganz fies draufgehen, wenn wir da hingehen. Aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss mit Lucilla, die Freundin von Godzilla. Oh. Okay, die haben recht. Nein, da ist so ein... Sheet. Wir kriegen auf jeden Fall Decay. Das ist nicht gut. So, was hat die hier eigentlich? Gar nichts. Au. Hui. Oh ja. Wir kriegen auf jeden Fall tierisch auf den Sack. Wir können hier was hinbauen. Und... Oh doch, können wir da hinbauen. Haha. Warum habe ich das gerade gemacht? Nein. Oh, bin ich dämlich. Naja, packen wir da mal noch einen Korridor hin. Die kriegen auf jeden Fall... Pretending to row a boat. Nein. Hero gains decay next fight. Shit. Das heißt irgendwie bestimmt, wir verlieren pro Zug ein Leben. Nicht gut, nicht gut. Das Viech ist Level 3. Wie soll man das denn machen? Hier haben wir ein Fire Imp Level 1. Nee, wir können das da noch nicht hinbauen. Die sind... Yay! Kriegen wir das da hin? Nee. Na gut, dann machen wir erstmal den Fire Imp. Pointing behind you. wir haben die Kern, das heißt... Ach du Scheiße. Wenn ich zwei Schaden bekomme... Oh fuck. Krieg ich drei Schaden.
Oh, crap. So, dann Imaginary Cannon. Gut, dann machen wir das erstmal. Oh nein, das sind zwei Schaden. Das heißt, ja, dementsprechend dürften wir gleich dahin sein. Das dürfte jetzt echt... heavy werden. Ja, dementsprechend sind wir tot. Wir sind tot. Gegen Magie habe ich nichts. Hm. Gut. Okay. A scream is heard to chill the bones, so lift the earth and lay the stones. A martyr's grave to recompense. But others would have had more sense. Okay. Ja, ne? Wir sind tot. Although this guild seems very grand, a dungeoneer's life can sometimes be hard, not always going as they might have planned. They mostly end up in this graveyard. Shit. So, wir haben einen neuen Meme bekommen, und zwar Brer. Ja, ne? Gut, das haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal gucken. So, was haben wir? Defeat 4 Monsters. Gehen wir mal dahin. Bitte sei ein gutes. Ach. Kann doch wohl nicht sein. Fuck you. Ah! Ich hasse RNGesus. Ja, dann machen wir da gleich noch einen Goblin mit tot. Ach, son of a fuck. Heizbier ein Hund. Ach. So. Ein Schaden. Machen wir da 3 Schaden draus. So, dann kriegen wir 1 Schaden. Er kriegt 2 Schaden. Und wir kriegen 1 Schaden. Ach. Ja, hier. Fuck. Pigeon Nest. Ja, nehmen wir mal das komische Nest auf den Kopf. Und wir haben Fighters Gain Burn Next Dingsbums. Okay. Naja. So, dann würde ich sagen, heben wir uns. Ne, wir machen mal kurz die Steady Spieler. Wenn wir die mal kurz vernichten. Also wir müssen ja nur 4 Gegner vernichten. Frail. Okay. Ah. So. Dürfte das auf jeden Fall schon mal kräftig Schaden für sie geben. Hup. So. Dann blocken wir das Ding. Sehr schön. Kaputt. Wir haben eine Straitjacket für ein Leben, Twig für Bash oder Crown für Dingsbums. Nee, wir nehmen den Twig. Ach. Keine Schätze. So. Und bevor wir da nichts machen können,
Setzen wir das mal dahin, dass wir da generell irgendwie hinkommen. So, dann hätten wir jetzt nämlich alles durch. Und gegen den Goblin treten wir jetzt an. Pieken ihn. Waving a pretended sword. So, Gleichstand für viel HP. So, dann kriegt er 2 Schaden, wir nur einen. Er kriegt 2 Schaden, wir gar keinen. Boop. Sehr schön. Und dann kriegt er 1 Schaden. Imaginary Box. Sehr schön. So, dann machen wir mal kaputt. Ja, die Auswahl ist jetzt immer so ein bisschen... Was soll denn das? So, wir haben Kuppa für 2 Fireblast. Oder wir haben Shift. Holen wir uns einen Kuppa. 2 Magic Damage. Weil wir haben ja ziemlich viel Magic Damage. Ja, holen wir uns noch mehr Magic Damage. So, dann geht er jetzt dahin. Wir brauchen noch ein Monster. Und dann würde ich sagen, packen wir da mal die quietsch, quietsch, quietsch. Ihr Ratte dahin. Wind Panic Gesture. Okay. So, Brer. Mach mal was. Sei nützlich. Du weißt, dass ich dich dafür nicht bezahle, dass du hier einfach nur so rumlungerst. Oh. Ein Schaden. Ja. Clones Enemies Next Attack. Oh. Okay. Dann haben wir Bite. Sehr schön. Ja, beißen wir mal zurück. Das ist eh nicht unterbrechbar, deswegen bleiben wir auf 4 Herzchen. Up. Und tschüss. Nasty Raid. Der ist kaputt. Here's to you, young Dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? Gut, haben wir erledigt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal um, was es hier gibt. Warrior Spirit, Trickster's Favor, okay. Oder ein Cat Burglar. Hack in a Bottle, Apprentice. So, jetzt bin ich überlegen, entweder holen wir uns mehr Mannequin oder wir holen uns mehr Items, die wir während des Kampfes finden können. Crone's Knowledge. Was ist das? Ach, da. Plus starting, plus 1 starting hand size in battle for first 2 fights. Okay, nee, das ist jetzt nicht so toll. Was haben wir hier? Apprentice. Dann haben wir hier... Ach, das ist auch wieder nur ein Item, okay. Warrior Spirit. Das ist first 2 physical damage in battle for first 2 fights. Trickster's Favor. Plus 1 Loot Choice Slot after first 2 fights. Haben wir das von Anfang an dabei? Wäre ja cool. Das wäre richtig cool. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Ah. Smells like Boots. Armor plus 2. Holy Arcane Fire und Wolfspant. Au. Oh, der Barbarian. Ja, aber dazu brauchen wir 500 Gold. Cat Burglar. Oh. Nee, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal... So, was war das hier nochmal? Plus 2. Das wäre eigentlich schon ein ziemlich cooler Start, wenn wir das haben. Ja, das holen wir uns auf jeden Fall. So. Ich hoffe, das haben wir jetzt für immer.
Expand Guild. Ja, ist da. Müssten wir eigentlich jetzt haben. Hoffe ich jedenfalls. Wie dem auch sei, das werden wir in der nächsten Episode sehen, denn hier sind wir vorbei. Wir sind vorbei, keine Ahnung. Ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Mein Name ist Taladir und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.